Ja, wir sind hier in Winterbach, auf Gemarkung Winterbach, im Windpark Winterbach Goldboden, so nennt er sich. Drei Windenergieanlagen vom Typ Nordex N131. Das heißt, die haben einen Rotordurchmesser von 131 Metern und die Nabenhöhe bis ganz hoch sind 164 Meter. Die Leistung von so einer Anlage sind 3,3 Megawatt, also 3300 Kilowatt, vielleicht für einen Haushalt gebräuchlicher. Und alle drei Anlagen gemeinsam können im Jahr ja so rund 20.000 Megawattstunden, also 20 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. An sich sollten sie alle drei das ganze Jahr laufen, wenn natürlich genügend Wind ist, was heute nicht der Fall ist. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wir müssen die Anlagen nachts im Sommer, wenn es warm ist und wenig Wind ist, abschalten zum Fledermausschutz, weil wir hier Fledermäuse im Wald haben. Und wir sind heute hier am Goldboden, am Windpark Goldboden der ENBW und machen dort Übungen der Höhenrettung. Die Höhenrettung der Feuerwehr Stuttgart hat mehrere Spezialaufgaben. Zum einen ist es für die Rettung ab 30 Meter Höhe. Dann haben wir noch die XXL-Rettung, das heißt alle Patienten, die man retten muss oder dem Rettungsdienst zuführen, ab 150 Kilo aufwärts, wo die Drehleiter nicht mehr kann. Oder, ich habe es vorher schon mal gesagt, die Geländerettung zum Beispiel in einer Downhill-Strecke wäre auch noch unser Metier. Wenn wir unzugängliches Gelände haben, dann haben wir extra eine Trage, mit der wir die Patienten rausbringen kann und dem Rettungsdienst zuführen kann. Die Windräder oder speziell die Industrie ist eigentlich so, dass sie haben Rettungskonzepte und die werden sich versuchen selber zu retten. Allerdings ist es oft so, wenn die Verletzungen zu schwer sind oder eben der Kollege dann überfordert ist mit der Situation. Es kennt vielleicht jeder, wenn man einen Verkehrsunfall hat und dazukommt, dann weiß man vielleicht trotzdem, dass man den Erste-Hilfe-Kurs hat, nicht was man machen soll. Und so könnte es dem Kollegen oben auch gehen, dass er vielleicht seinen Kollegen nicht retten kann. Und wir kommen eigentlich immer dazu, wenn Notfälle in Industrieanlagen passieren. Also normal die Feuerwehr, ab 30 Meter würde ich jetzt mal sagen, kommt die Höhenrettung dazu.